Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tränenfieber, Teil 3. USA-DLC, wohlgemerkt. Und hier tuckert unsere schöne, schöne Lok an uns vorbei und erinnert mich daran, dass uns hier das Geld ausgeht, wie immer, wenn man bei Tränenfieber etwas Neues anfängt. Aber das ist halb so schlimm, denn hier warten Leute. Na, kriege ich dich zu fassen? 29, die kriegen wir, glaube ich. Ja, kriegen wir die hier rein? 42, doch, das geht. Da müssen wir noch nichts machen. Hier an der Bushaltestelle ist noch nicht viel los, aber zum Beispiel diese Kutsche bringt hier ja Leute. Steigen die aus und benutzen die den Zug oder was machen die? Mal gucken. Drei sind ausgestiegen. Linie 4, okay. Die benutzen den Zug. Sehr gut, das passt. Sind schon 34 Leute. Gab 110.000. Machst du denn schon Gewinn? Du machst schon Gewinn. Sehr schön. Hier steigen die Leute ein. Ja, das Huch, da hat es gerade geruckelt, weil es gespeichert hat. Das können wir so laufen lassen. Da wir... Ja, es geht zwar aufwärts. Das könnten wir natürlich ganz schnell mal gucken. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Hier. Da hatten wir sogar mal ein Jahr dazwischen mit Gewinn. Jetzt machen wir schon wieder ein bisschen Minus. Das ist natürlich bei der Reisestrecke, die dieser Zug hat. Der fährt natürlich hier in Echtzeit. Schwierig zu sagen. Ein paar Monate fährt der. Je nachdem, wann es dann das Jahr wechselt. Uiuiui. Hier hat es Leute. Je nachdem, wann es dann das Jahr wechselt, ist halt da ein Plus oder ein Minus. Generell ist wichtig, dass die Fahrzeuge Plus machen. Dann macht man natürlich im Endeffekt dann auch irgendwann wirklich mal Plus. 4 von 4. Ja, das, da müssen wir für Nachschub sorgen. Das hilft nichts. Linie 5 braucht mehr Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4. Linie 5. Okay. Denn der beste Takt nützt natürlich gar nichts. Wobei der war jetzt noch nicht so gut. Der ist jetzt okay. Der nützt natürlich gar nichts, wenn die Kutschen schon voll ankommen an den Wartestellen. Dann kann da kein neuer einsteigen. Das ist natürlich auch logisch. Und daher muss man nicht nur auf den Takt gucken, sondern auch auf die Kapazitäten, wie das damit aussieht. So, das sind jetzt die neuen. Die werden sich dann über die Stadt verteilen. Sehr schön. Mache jetzt hier mal schneller, damit wir hier wieder zu Geld kommen. Damit wir hier groß weiterbauen können. Und während das jetzt hier rechnet und verdient, den Rest können wir mal stehen lassen, würde ich meinen. Man hört schon die Registrierkasse. Was sehe ich denn hier? Hier gehen Güter mit der KI weg. Wobei die Linie 2 eigentlich auch ordentlich bedient wird. Also mit Gütern. Wo sind die Fahrzeuge? Die sind nach hier hinten unterwegs. Sind auch voll. Was braucht die Stadt an Gütern? 20 von 30. Okay, da machen wir doch glatt nochmal eins. Kaufen. Das war Linie... Linie 3, Linie 5. Warum wird das denn nicht eingezeichnet? Jungs, mach mich doch nicht. Ich glaube, es war Linie 2. Tatsächlich, Linie 2. Okay. So, jetzt. Jetzt wurde es auch eingezeichnet. Jetzt, wo ich es nicht mehr gebraucht habe. Okay. Aha, die ist schon bei 50. Okay, aber das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Das kann ja nicht sein, dass die KI hier Waren transportiert. Nein, das machen wir selber. Dazu brauchen wir einen zusätzlichen Bahnhof. So einen. Tramhaltestelle, sage ich schon. Da ist Freizeit, da können wir nicht bauen. So, hierhin. Dann gibt das eine Linie, eine neue. Von hier nach hier. Das ist dann Linie 6. Wo haben wir ein Depot? Hier hinten. Da werden wir dieses nochmal nutzen. Mal vorläufig mit 3. Dann kommen die zu Linie 6. Okay. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell für Leute, die das Spiel noch nicht so gut kennen. Aber das scheint nur schnell, denn alle, die mich kennen, wissen, so schnell bin ich bei so Spielen gar nicht. Das ist halt, wenn man das Hauptspiel schon ein bisschen gespielt hat. Okay. So. Jetzt ist ja eigentlich die Grundidee, dass wir hier den Job von der KI übernehmen können. Das müsste eigentlich auch klappen, aber das dauert wahrscheinlich halt wieder seinen Moment. Da müssen ja auch erstmal die Fahrzeuge hier ankommen.
Da geht aber auch Öl irgendwie. Hä? Ach so. Okay, das Öl geht von hier nach hier. Das passt. Das Öl wird ja von uns gebracht. Stimmt das? Ja. 4 von 4. Hier oben sieht es gut aus. Wir machen Gewinn. Oh, und hier liegt doch zu viel Öl, als dass man das einfach mal so liegen lässt. So, Linie 1. Man sieht schon, jetzt zieht es doch schon an, was Fahrzeuge und Linien angeht. Du wendest bitte. Du wendest bitte auch, denn ihr müsst erst das Öl holen. So, sonst haben wir hier ein zu großes Loch. Da können wir das mal so laufen lassen. Jetzt haben wir schön wieder einen Moment Zeit, hier uns um die Eisenbahn zu kümmern. 24 Leute. Wo haben wir den Zug? Der ist hier hinten. Also da kommen noch einige Leute dazu dann. Aha. Da war er aber schon voll. Warten hier noch welche? Boah. Okay. 30 warten da noch. Das sagt uns, wir müssen den Zug hier möglichst schnell ins Depot kriegen und zusätzliche Wagen kaufen. Das werden wir jetzt auch machen. Aber dafür muss er erstmal hier abladen. Da müssen wir gucken, dass wir genau den richtigen Moment erwischen. Wo... Wie geht jetzt das genau nochmal? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Er muss sozusagen ausbezahlt werden. Also der Betrag muss da stehen und dann, weil nachher fängt er wieder an zu laden. Und das soll er ja nicht. Er soll dann nicht voll beladen ins Depot. Sonst verlieren wir die ganze Kundschaft, die da drin sitzt. Keine Ahnung, was mit denen passiert, aber das ist dann so Bermuda-Dreieck-mäßig. So, deswegen machen wir jetzt hier gleich mal langsamer dann. Gehen so hin, dass ich den Zug schön sehe. Und ins Depot schicken kann, sobald hier eine Zahl aufpoppt, eine grüne. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt. So, und jetzt gehst du ins Depot. Jetzt sollten wir hier eigentlich keine Leute verloren haben. Haben wir, glaube ich, auch nicht. 42. Okay, dann können wir wieder auf schnell stellen. Düdüd, genau. Ab ins Depot. Du kriegst Zuwachs. Ja, Wagen hat sie immer noch dieselben. Bist du drin? Du bist drin. Okay. Mit 14 Leuten. Ich würde sagen, da hauen wir gleich nochmal 3 dahinter. 1, 2, 3. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 1 Million. Wie viel gehen jetzt rein? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 14 gibt 60. 84. Kaufen wir glatt noch einen. So, jetzt müsste aber mal reichen. Linie 4. Gut. Der kann jetzt nur nach da hinten. Jetzt machen wir wieder schneller. Aber das ist ordentlich, wie man hier zu, wie schnell man dann doch zu Geld kommt, wenn man das Spiel eben ein bisschen kämpft vom Hauptspiel her, dann ist es nicht mehr ganz so knifflig. Ich kann mich erinnern, beim Hauptspiel, beim Anfang, da tut man sich dann doch schwer, damit man nicht die ganze Zeit Bankkredite zum Beispiel aufnehmen muss. Und das mussten wir bis jetzt ja noch gar nicht. So, das ist doch jetzt eine richtig schöne Eisenbahn schon. Wie viele haben wir aufgenommen? 46 von 98, das ist okay. Was wartet hier? 56, 57, okay, das passt aber soweit. Ja, mit den Bussen bzw. Kutschen reicht das soweit auch. Gut, das ist äußerst zufriedenstellend bis jetzt. Jetzt ist die Frage, bauen wir hier die Zuglinie schon aus oder wollen wir uns erst noch ein Geschäft gönnen, indem wir nochmal 2 Industrien verbinden. Ich würde fast sagen, lasst uns nochmal kurz, wenn wir gerade eine sehen, die irgendwie Sinn macht, wo die Sachen nahe beieinander sind. Was wir zum Beispiel nicht haben, ist Güter nach hier hinten. Die Stadt hier hätte wahrscheinlich auch gerne Güter, dann wächst sie schneller, ganz klar. Hier hätten wir Güter und brauchen dafür Öl. Das wäre natürlich im späteren Verlauf, überall brauchen sie Öl, relativ schön. Dann könnten wir von hier hinten sogar mit dem Zug dann Öl bringen. Das ist aber zu früh. Das rechnet sich einfach noch nicht. Da kommen wir dann im Teufelskreis. Hier ist Öl. Teufelskreis, sorry. Hier ist Öl, aber das ist natürlich für, ja, für eine Kutsche ist das eine Weltreise. Das ist selbst für die Eisenbahn sehr lange. Wenn die da mit, glaube ich, 40 Stundenkilometern rumtuckert und nachher müssen die Waren ja noch in die Stadt. Da muss es doch eine einfachere Lösung geben. Der hier wäre gut.
Und hier das Öl, das funktioniert halt eben nicht. Wir können hier nicht eine andere Linie installieren. Dann wird eine von beiden Linien einfach nachher vernachlässigt. Wir könnten noch... Ne, das geht auch nicht. Eben, dann habe ich genau das Linienproblem. Wir bräuchten eine Ölquelle da hinten. Ein bisschen Nähe. Näher. Ein bisschen Nähe. Genau, wie bei Asterix und Obelix. Die Gallier. Geht auch nicht, geht auch nicht. Ne, das will so nicht. Das ist unglücklich. Das Zeug hat unglücklich gespawnt, sozusagen. Hier hätten wir nochmal Öl. Da haben wir aber weit und breit. Ja, weit und breit ist übertrieben. Hier hinten. Okay, das wäre machbar. Nur. Ja, dann von hier mit den Waren nach hier. Ja, ist eigentlich auch machbar. Aber es ist halt, guck mal, das ist so weit. Hier sieht man die Straße. Jetzt, hier seht ihr, wie groß die Kutschen sind. Und wie schnell die sind. Also das ist jetzt halt zu schnell eingestellt. So schnell sind die. Und die müssen hier den ganzen Weg nach da hinten. Das dauert ja Ewigkeiten. Da muss es doch eine einfachere Lösung geben. Öl von hier nach hier. Öl mit dem Zug. Was kostet wohl... Ja, da ist genau noch so ein Hügel im Weg. Das ist ja auch ein Kreuz. Seht ihr das? Ich habe eh immer noch die Höhenlinien an. Die mache ich wieder aus. Das sieht nämlich nicht wirklich schön aus. Wir könnten hier durch. Hier rüber. Nach hier hinten. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass uns das den Kopf kosten könnte finanziell. Ich weiß es einfach noch aus dem Hauptspiel. Bis man da mal Geld verdient, das dauert Ewigkeiten. Und dann nur um hier unten Güter liefern zu können. Oder sollen wir halt... Ja, nee, das mit Postkutschen, das ist einfach mit Postkutschen schlicht nicht machbar. Sollen wir ja allen Ernstes eine Zuglinie hinbauen? Nein, Leute. Ja, Leute? Nein, Leute. Ich weiß es nicht. Nein, es ist idiotisch. Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um hier an Güter zu kommen. Aber es ist von daher idiotisch. Das kostet dermaßen viel. Und dann fährt er hier mit... Ja, zwei Fässern Öl nach da hinten, um dann... Nee, das ist noch nicht machbar. Das können wir uns für später aufheben. Das müssen wir uns für später aufheben. Aber dann muss es doch irgendwo was anderes geben. Von hier könnten wir zum Beispiel noch Güter da reinbringen. Dafür bräuchten wir Holz. Haben wir denn irgendwo einen Wald? Hier ist überall Wald, aber haben wir hier irgendwo auch Leute, die Bäume umsägen? Der Wald alleine bringt uns herzlich wenig. Er ist natürlich weit und breit. Nein. Nein, weit und breit ist hier. Ich habe gerade da unten geguckt. Weit und breit ist hier. Gibt es ja gar nicht. Da ist aber wirklich absolut nirgends auch bloß sowas Ähnliches wie ein Holzfällerlager. Das ist wieder das Öl. Nee, das ist ja ein Jammer. Was haben wir denn hier? Das ist alles auch Öl. Alles, was in dieser Nähe von, in der Nähe von dieser Stadt ist, was irgendwie Güter bringen würde, hat mit Öl zu tun. Okay, wir könnten auch von hier die Güter, das würde eigentlich auch gehen. Aber dann müssten wir... Das ist halt schade. Wisst ihr, was schade ist? Dass man diese Bahnhöfe nicht auch als Güterbahnhof nutzen kann. Denn dann könnten wir diesem Personenzug noch einen Güterwagen spendieren. Hier mit den Kutschen die Güter hinbringen. Und den Zug noch Güter nach hier hinten schaffen lassen. Das funktioniert aber nicht. Da müssen wir jetzt nochmal zwei Güterbahnhöfe bauen. Nur für die Güter. Das ist auch nicht wirklich, was man will. Aber guck mal. Der angenehme Nebeneffekt von all diesen Überlegungen ist dann doch, dass wir jetzt bei 2,5 Millionen gelandet sind. Das ist dann doch relativ nett. So, hier haben wir Montrose. Montrose wird schon versorgt mit Gütern. Ja, da ist der Güterbedarf sogar gedeckt. Das heißt, wir könnten Montrose eigentlich ans bestehende Schienennetz anschließen. Und zwar... Mit 2 Millionen geht das. Da machen wir jetzt gar nicht lange rum. Sondern verursachen hier schon mal wieder eine Kollision bei der Terra-Angleichung. Was ist denn los? Das geht doch. Geht doch sonst auch. Geht nicht. Warum geht's denn nicht? Geht so? So geht's. Aha.
Ja, da machen wir es eben so. Meine Güte. So pingelig bin ich dann doch nicht. Dann ziehen wir es hier lang. Oder sollen wir da rüber? Das könnte man natürlich auch. Wenn wir hier rüber gehen. Nee, wir müssen eigentlich auf die Seite. Ich möchte den Bahnhof hier haben. Okay, dann gehen wir da eben nicht rüber, sondern ziehen das Teil dem Fluss nach. Machen hier vorne die Brücke. So würde das gehen. Was haben wir denn hier Schönes? Auch schöne Brücken. Das hier müsste eine Holzbrücke sein. Lass uns die mal nehmen. Ja. Sehr nett, sehr, sehr nett. Okay, jetzt müssen wir hier aber eine hässliche Kurve machen, da wir nach da hinten müssen. Geht das noch ein bisschen schneller für spätere Züge? Geht. Boah, das müsste eigentlich passen. Haben wir noch Geld? Doch, wir haben noch Geld. Dann kommen wir hier so rein, das passt auch. Dann können wir hier den Bahnhof hinstellen. Aber den richtigen, bitteschön. Ja, genau. Hat es gerade wieder gespeichert. Da müssen wir nicht mal viel basteln. Den können wir eigentlich hier hinstellen. Und dann haben wir hier sogar eine halbwegs gerade Linie. Sehr schön. Das geht. Auch schön. Dann können wir, was wir jetzt gleich machen, da müssen wir natürlich zuerst mal Signale hinstellen. Wegpunkt. Nein, ein Signal. Damit die hier nicht ewig lange auf die Gleisfreigabe warten. Das gleiche noch hier hinten. So, und jetzt können wir eine Linie einzeichnen. Von hier. Einmal darüber. Hier nach Montrose. Oder wie heißt das? Sieht man es nicht. Egal. Doch, Montrose oder Montrose. Okay. Das ist Linie 7. Gut, dann können wir nämlich da im Depot diesen Zug holen beziehungsweise kaufen. Was kaufen wir denn da? Da kaufen wir uns den ein bisschen schnelleren. 1, 2, 3, 4 mal 5. Dann haben wir oben doch noch ein bisschen Geld. Linie zuweisen, Linie 7. Da hört man schon schnauben. Zumachen. Dann gucken wir uns das schöne Teil mal an. Da kommt schon der erste Zuschauer. Ja, auch schön. Aha, mit Tender hier hinten. Kohle, klar. Ja, jetzt habe ich halt wie gesagt noch keine Mods. Wir hätten ja im anderen, im Hauptspiel drin, gibt es Bekohlungsanlagen und Wassertürme. Vielleicht werden die ja für das DLC dann auch mal noch nachgereicht. Das wäre natürlich schon noch sinnig, denn die passen relativ gut in die Zeit. So, kurz kontrollieren. Hier warten 14 Leute Linie 4. Das ist aber nicht unsere Linie. Das muss ich erst rumsprechen. Und jetzt möchte ich kurz noch den hier hinten haben. Der fährt. Okay, der hat nicht irgendwie einen... Mein Gott, ist der langsam. 12 km/h. Was hast du denn für ein Problem? Oh. Das sind zu viele Wagen. Heiliges bisschen. Okay, das habe ich jetzt natürlich komplett unterschätzt. Da ist hier ja... nicht so ist, dass diese Züge Wasser oder so brauchen würden. Kann das nur sein, dass der hat die Puste nicht für die ganzen Waggons. Okay, aber gut zu wissen. Heieiei, okay, ganz klar, dann muss der natürlich, ja, der kämpft sich jetzt hier nochmal 2 Tage und 3 Nächte durch die Landschaft. Und dann müssen wir dem die Waggons wieder wegnehmen. Und dann müssen wir hier tatsächlich schon einen zweiten Zug starten. Und das mache ich natürlich mit Freuden. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.